Du bist das ganz genaue Gegenteil von klug. Hältst dich für hip und das ist dir schon genug. Du bist zufrieden, doch du bist nicht ganz dich. Es wird noch zeitverzögert. Sie sprechen von Kränkungen. Kränkungen aus der frühen Kindheit? Ja, natürlich. Wir wissen, und das ist überhaupt kein Thema mehr, das ist wissenschaftlich so ausreichend gesichert, dass es schon erschreckend ist, wie wenig das in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen in der Politik zur Kenntnis genommen wird, dass die ersten Lebensjahre des Kindes darüber entscheiden, wie er später als Mensch, als erwachsener Mensch, als Persönlichkeit aufgestellt ist. Also es geht um die Qualität der ersten Beziehungserfahrung. Qualität der Frühbetreuung. Und das ist ein übler Trick, wenn wir von früher Bildung sprechen. Also Kleinstkinder brauchen keine Bildung, sie brauchen Bindung. Bindung heißt eine gesicherte Beziehung, natürlich in erster Linie zur Mutter, weil die Mutter hat einen Bindungsvorlauf durch Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, was schon ungefähr 50% ausmacht von dem, was das Kind an positiver Bindung braucht. Also diese Bindung, dass eine Mutter in der Lage ist, zu vermitteln, du bist mein Kind, ich liebe dich so, wie du bist, ich werde mich um dich kümmern, ich nehme dich an, ich verstehe dich, ich will auch herausfinden, wer du bist und nicht dir sagen, wie du sein sollst. Und wir wissen, früh gut gebundene, das heißt bestätigte, narzisstisch im besten Sinne gesättigte Menschen, die bilden sich von selbst. Das Bildungsbedürfnis ist ein Naturbedürfnis, also ein gut gebundenes Kind wird die Welt neugierig erobern wollen und sich fragen, es braucht keine Nötigung zur Bildung. Und dieser üble Trick, ja, dass man glaubt, man kann Bindung durch Bildung ersetzen, ist im Moment so mal der I-Punkt einer tragischen Entwicklung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Wir sind wieder hier in Kanada im Rahmen eines Seminars der Wissensmanufaktur auf der schönen Insel Cape Breton im Indianerkulturzentrum Friends United. Und wir haben heute einen Ehrengast, nämlich Dr. Hans-Joachim Maatz. Herzlich willkommen. Danke, ja. Danke. Mutti Merkel also. Was ist denn das für eine, was könnte das für eine Persönlichkeitsstruktur sein? Was ist mit ihr denn in der Kindheit passiert? Da will ich mich mal lieber zurückhalten, weil ich als Arzt keine Ferndiagnose stellen darf. Es wird noch zeitverzögert. Sie sprechen von Kränkungen. Kränkungen aus der frühen Kindheit? Ja, natürlich. Wir wissen, und das ist überhaupt kein Thema mehr, das ist wissenschaftlich so ausreichend gesichert, dass es schon erschreckend ist, wie wenig das in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen in der Politik zur Kenntnis genommen wird, dass die ersten Lebensjahre des Kindes darüber entscheiden, wie er später als Mensch, als erwachsener Mensch, als Persönlichkeit aufgestellt ist. Also es geht um die Qualität der ersten Beziehungserfahrung, Qualität der Frühbetreuung. Und das ist ein übler Trick, wenn wir von früher Bildung sprechen. Also Kleinstkinder brauchen keine Bildung, sie brauchen Bindung. Bindung heißt eine gesicherte Beziehung, natürlich in erster Linie zur Mutter, weil die Mutter hat einen Bindungsvorlauf durch Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, was schon ungefähr 50% ausmacht von dem, was das Kind an positiver Bindung braucht. Also diese Bindung, dass eine Mutter in der Lage ist, zu vermitteln, du bist mein Kind, ich liebe dich so, wie du bist, ich werde mich um dich kümmern, ich nehme dich an, ich verstehe dich, ich will auch herausfinden, wer du bist und nicht dir sagen, wie du sein sollst. Und wir wissen,
früh gut gebundene, das heißt bestätigte, narzisstisch im besten Sinne gesättigte Menschen, die bilden sich von selbst. Das Bildungsbedürfnis ist ein Naturbedürfnis. Also ein gut gebundenes Kind wird die Welt neugierig erobern wollen und sich fragen, es braucht keine Nötigung zur Bildung. Und dieser üble Trick, ja, dass man glaubt, man kann Bindung durch Bildung ersetzen, ist im Moment so mal der I-Punkt einer tragischen Entwicklung. Es ist ja ein politisches Instrument, mit dem den Menschen klargemacht, ein medienpolitisches Instrument. Politik und Medien im Schulterschluss verbreiten diese Weisheiten, dass also das System, in dem wir jetzt leben, perfekt ist. Und alles prima läuft mit dieser frühkindlichen Fremdbetreuung. Andreas, ihr bei der Wissensmanufaktur öffnet ja immer den Weitwinkel, um möglichst viele Faktoren zusammenzufassen, um abzugleichen, warum geht es eigentlich rasant bergab, ökonomisch, wirtschaftlich, also finanziell natürlich, gesellschaftlich. Und jetzt kommen eben auch diese soziologischen oder psychologischen Fakten dazu. Was macht das im Gesamtbild aus deiner Sicht aus? Und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, dem noch entgegenzusteuern? Die zweite Frage ist sehr schwer zu beantworten im Sinne entgegensteuern, denn die Frage ist, wohin soll man denn gehen, wenn man entgegensteuert? Will man wieder zurück? Denn wir sind ja in einem Dilemma, dann würden wir meinetwegen ein bisschen Zeit einsparen, aber wir würden die Ursachen nicht gelöst haben. Oder bleiben wir stehen, dann merken wir, dass es auch nicht funktionieren kann, denn Stillstand ist auch Rückschritt. Und gehen wir weiter nach vorne in dem System, läuft der Zerstörungsprozess weiter. Ist das ganz genaue Gegenteil von klug. Hältst dich für hip und das ist dir schon genug. Du bist zufrieden, doch du bist nicht ganz dicht. Und das Schlimmste ist, du merkst es einfach nicht.